Hallo YouTube-Freunde da draußen und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir spielen weiter Shadow Tactics wie immer und wir sind hier in der Mission in dem Dörfchen Hida und müssen uns jetzt entscheiden, wo wir den Lauschangriff starten. Und dazu, ich weiß gar nicht, eigentlich würde ich gerne die Verkleidung haben, aber die ist ja irgendwo hier oben völlig weit weg. Da weiß ich auch gar nicht, wie wir da so ansatzweise hinkommen. So, wir haben hier so einige Lichtquellen, die mich noch so stören. Ihr wisst ja, ich bin Fan davon, letztendlich die Gegner peu à peu hier so ein bisschen auszuschalten. Hier hätten wir zum Beispiel einen schönen Punkt. Wo er nicht gesehen wird, wenn er stirbt, dann pfeife ich den hierher. Also, der ist hier sehr leicht zu holen. Der Strohhut wird schon ein bisschen, schwerer. Weil der sich nicht locken lässt. Da haben wir dann das Problem. Den können wir also wirklich nur, ich würde mal sagen, den ignorieren wir. Ich weiß gar nicht, warum ich wollte einfach schon mal einen umbringen hier und, habe an dem jetzt ein Exempel statuiert. Wir nehmen mal die versammelte Mannschaft hier. Ich meine, das Problem an Aiko ist, ohne ihren Anzug oder Verkleidung kommt die halt gar nicht richtig zum Tragen. Das ist das große Problem dann am Ende. So, jetzt müssen wir natürlich sehen, wie wir hier irgendwie so ein bisschen aufräumen. Ist ja auch noch ein Strohhut, ne? Ist ja doppelt belastend. Und ich weiß gar nicht, was der für eine Route jetzt gelaufen ist. Ach, der läuft nur hin und her, ne? Okay, wir machen mal was anderes. Erstmal rundrum. Wir müssen ja irgendwie die Wachen umher locken. Nehmen wir erstmal ihn hier. So, der, dem interessiert es nicht. Ich hoffe, der wird nicht gesehen. Jetzt geh einfach rein im Busch hier. Genau. So, dann haben wir den. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das mit dem anderen machen. Ich glaube, mit dem können wir aber genauso hantieren. Müssen wir uns nur beeilen, dass hier die Lichtquelle versiegt. Und dann nehmen wir. Wunderbar. So. Weil wir freundliche Mitmenschen sind, befreien wir hier unsere Zivilisten. So, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Den können wir eigentlich ignorieren. Der verrät uns eh nicht. Und das ist hier eine normale Wache, würde ich mal behaupten. Wir können es ja mal probieren. Ach, das war doof von mir, glaube ich. Ein Strohhut? Oh, jetzt läuft er los, während die Samurais hier kommen. Na, das sehen die doch jetzt wieder alle. Wir können es einfach mal durchtesten. Ja. Okay, das muss ziemlich getimed werden.
den hier in unsere Richtung zu locken. Ich muss ja den Samurai so ein bisschen folgen. So, jetzt quatschen die gleich. Wenn die fertig sind, sollte das eigentlich gut sein. So. Eigentlich dürfte ihn dort keiner mehr sehen jetzt. Ja. Perfekt. Sehr schön, dann haben wir den auch weg. Ich überlege, ob wir halt den, also ob wir einfach hier so einen Rundumschlag machen. Da müssen wir den Strohhut hier aussortieren. Der wird aber von dem gesehen. Ist auch ein Strohhut, also alles so ein bisschen. Ach, war das schlecht. Hier sind nur noch Strohhüte jetzt, ne? Außer die eine Wache dort. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Um hier wirklich was zu machen. So. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, sonst wird er gesehen. Er wird hier reingeschmissen. Zack. So. Nun müssen wir mal sehen, wie wir das hier weitermachen. Weil wir hier arge Probleme haben werden, einen Lauschangriff zu starten. Während die sich hier alle gegenseitig sehen. Auweia, wie machen wir denn das jetzt? Ich komme ja hier nirgendwo richtig ran. Also wenn ich irgendwo hochkommen könnte, würde ich ihn hier ausschalten können, glaube ich, über den Bullen. Der tritt ja nach hinten aus. Aber dazu muss ich ja mit Hayato bis hier rüberkommen. Und das wird schon sehr gefährlich. Wenn nicht sogar unmöglich, fällt mir gerade auf. Weil hier steht noch eine Wache. Mal gucken. Wenn wir Glück haben, klappt es. Jawoll. Oh Mann, war das knapp. Oh, mein Bitdefender hat sich mal wieder eingeschaltet. Es tut mir wahnsinnig leid. Schön. Schönes Ding. Den haben wir doch gut wegbekommen hier. So, kommen wir an dem vorbei? Ne, der sieht die Leiter ja vollkommen. Aber wir können mal was probieren. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie schnell die jetzt rumlaufen. Ich möchte mal was testen. Okay. Gut. So wollte ich das. Außer, dass seine Lichtquelle da jetzt immer noch rumliegt. Das nervt mich ein bisschen. Die suchen jetzt nach uns. Ich glaube, wir sind sogar jetzt im Gesprächsradius schon, deswegen. Ja, kommt so ein anderer Sound immer. Aber die unterhalten sich, glaube ich, eh gerade nicht, weil sie nach uns suchen. Die sind ja immer noch ein bisschen nervös. So, hier oben sind wir eh erstmal. Auf jeden Fall sicher sind wir hier. So, wie könnte ich ihn loswerden dann? Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Wenn ja, kriegen wir natürlich hier einiges jetzt zusammen an Gespräch. Ah, es setzt sich dann wieder. Okay, dann müssen wir aufräumen.
Da muss ich den jetzt hier noch loswerden. Ich weiß bloß noch nicht, wohin. Shurikenjutsu. I never miss. Move. I'll take that. I'm going in. Oh fuck. Oh fuck. My kind of work. Das nützt mir alles nichts. Ich weiß nicht, wo ich den loswerden soll. Oh, oh. Okay. Weil der guckt den jetzt genau an. Shurikenjutsu. I never miss. Stick and stab. Das schaffe ich nicht. Weil die halten auch nicht normal, glaube ich, ne? Ah, das war dumm. Ich muss zuerst den einen erledigen hier. Und mich um den in Ruhe kümmern. Und den in irgendeine Ecke schleppen, wo er nicht gesehen wird. Ich hoffe, dass er einfach hier nicht gesehen wird. Okay, doch, das sehen die, glaube ich. Wenn ich Pech habe, sehen sie es genau. Wenn nicht, dann nicht. Das müssen wir jetzt austesten. Oh, perfekt. Jutsu. Nothing personal. So, jetzt haben wir, glaube ich, uns den Weg gebahnt, den ganze Zeit zu folgen und den Lauschangriff komplett zu machen. Die bleiben eh nochmal kurz hier stehen, glaube ich. So, jetzt lauschen wir mal. Oh mein Gott, war das schlecht. Dass die da stehen bleiben, ist natürlich bitter für mich. Move like water. Use the light. Stick to the shadows. Mann, ich wollte doch gar nicht runter. Mann, ey. Ist das ärgerlich hier. Better avoid the lights. Quiet. Ich speichere mal hier oben. Und jetzt muss ich ihn ja eigentlich theoretisch hinterherlaufen. Aber nicht mitten ins Sichtfeld. Es gibt's doch nicht. Ich fasse es nicht, dass die genau... Oder ich laufe mit ihr hinterher jetzt. Nein. Wo, warum sehen die den jetzt? Und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen am Arsch. Weil wie soll ich den denn jetzt... Boah, wie soll ich den denn... Wieso sehen die den jetzt, ne? Gerade eben haben sie ihn nicht gesehen, jetzt sehen sie ihn. Ich verstehe es einfach nicht. I'm going in. Quiet. Move like water. Use the night. Da komme ich doch niemals weg jetzt mit. Besonders wenn der nicht läuft, ey. Mann. Stick to the shadows. Use the night. Like a shadow. Mann, das gibt's doch nicht. Ich, was soll ich denn da jetzt bitte machen? Oh, that's easy. I'm going in. No chance. Don't see how. Die sehen mich jetzt wieder direkt. No. Fuck. Like a wolf in the night. Entschuldigung. My kind of work. Ich muss doch irgendeinen Ort finden, wo er... Ah, das sehen die auch. Keine Chance. Ah! Cause a distraction. I'm going in. Like a wolf in the night. Gerade eben haben sie es nicht gesehen und jetzt sehen sie es? Okay, dann machen wir das jetzt erstmal anders, bevor die das wiedersehen. Glück gehabt, dass sie jetzt wieder... Jetzt sind sie wieder vorbeigelaufen.
Erstmal den Leichnam hier entfernen. Oh, das kostet mich ja schon wieder Nerv hier. Like a shadow. Hui. So, speichern. Vielleicht schaffe ich es noch einmal kurz hier zu lauschen. Quiet. Nochmal speichern, dann sind wir wieder in der Ausgangssituation. So, und dann laufen wir einfach noch mit... Oh, mit Yuki hinterher. This is fun. The light hates us. Shh, quiet. Das Problem ist, die bleiben jetzt hier gleich wieder stehen und drehen sich um, ne? Did you hear that? This information is vital. Let us find a safe spot. Oh, geschafft. Oh. Hallo Julia, Julia. Wir haben die Stelle erledigt. Versammle alle an einen sicheren Ort. Okay, das ist sicher. Alter, wie viele Stellen gibt es denn hier bitte? Okay, also hier können wir ja schon mal einen auf ganz sicher hinstellen. Dann hätten wir noch... Na gut. Haben wir alles hier weggeräumt, also... Mal gucken, was jetzt kommt. Das müssen wir jetzt erstmal, das muss erstmal besprochen werden, was wir für Informationen gerade bekommen haben. Gucken wir mal. Schauen wir. Are we all here? Here. Easy, Yuki. It appears General Okoto is here himself. He is having a word with the village elder. Let's listen in. He'll tell us his plans. I agree. Let us seize this opportunity. If we can get close and with the disguise, they will not know who I am. How's this? You use your disguise. I stick to the shadows. Let's see who gets the mark. Let us focus on the task at hand, Hayato-san. We can play your childish games when our mission is done. Aha, wir sollen also den nächsten belauschen. Auf den General Okoto. Okoto müssen wir jetzt belauschen, um seine Pläne herauszufinden. Ich bin ja ein Fan davon, noch die Verkleidung hier zu organisieren. Ich glaube, das ist auch ziemlich schlau, weil da kommen wir ziemlich leicht, hoffentlich ran. An... Oh, das wird auf jeden Fall ganz schöne Nummer. Ja, was soll ich sagen? Wird nicht einfach. Wird nicht einfach. Machen wir dann ab der nächsten Folge weiter. Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like hier da. Und für die Neuen, die hier gerade eingeschaltet haben, könnt auch gerne abonnieren. Ne? Stört nicht, würde mich nur freuen. Ja, Support ist erwünscht. Ich freue mich über... Eure Meinungen zu dem Spiel, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Bis dahin wünsche ich euch was. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich mit den Worten. Auf Wiedersehen, ciao, ciao und goodbye.